Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal, und zwar Titanfall 2, in Klammern natürlich die Kampagne. Tatsächlich auch mal ein Ego-Shooter auf dem Kanal, passiert ja auch nicht alle Tage. Aber mir wurde das schon seit Jahren von sämtlichen Personen gesagt, dass dieses Spiel gut sei. Und ich habe es mir immer aufgehoben für ein Let's Play. Ich habe es irgendwann mal angespielt, wie man sieht. Hier kann ich weiter drücken. Aber wir starten natürlich jetzt ein neues Spiel und starten einfach mal direkt rein. Start eines neuen Spiels bestätigen. Richtig, machen wir. Durch all meine Schlachten im Grenzland habe ich eines gelernt. Der Pilot ist das Alpha-Tier. Schnell und agil. Elegant und doch tödlich. Scharfsinnig. Listig. Und unaufhaltsam. Ein Pilot sieht die Welt mit anderen Augen. Bloße Wände werden zu alternativen Wegen. Piloten kämpfen anders. Durch ihre Erfahrung mit Täuschungsmanövern gelingt es ihnen, allen Widrigkeiten zu trotzen. Was einen Piloten aber tatsächlich von allen anderen Soldaten und Maschinen auf dem Schlachtfeld abhebt, ist die Verbindung mit seinem Titan. Zusammen mit seinem Titan kann er nur von einer Übermacht bezwungen werden oder von seinesgleichen. Das Grenzland war seit jeher meine Heimat. Seit Jahren wird es schon von der IMC zerstört. Sie beuten Ressourcen aus, verschmutzen und zerstören unseren Planeten und schlagen jeden Widerstand gewaltsam nieder. Trotz der jüngsten Erfolge auf Demeter sind wir noch weit davon entfernt, die IMC endgültig zu besiegen. Noch bin ich ein Schütze der Miliz, die für die Befreiung des Grenzlandes kämpft. Und weit davon entfernt, ein Pilot zu werden. Wenn dieser Tag kommt, hoffe ich, mich als würdig zu erweisen. Wow. Epische Intro-Sequenz schon mal. Sehr episch, muss man sagen. Sehr, sehr episch. Okay, also, um es kurz mal zu erklären. Ich meine, ihr wisst wahrscheinlich, was Titans sind. Sind diese Roboter dort. Und die müssen wir irgendwann mal fahren. Ist, glaube ich, der falsche Begriff, aber steuern zumindest. Und naja, wir fangen einfach mal an. Ich denke, das erklärt sich von alleine irgendwann. Der Pilotenparcours. An Bord der Max Jameson. Es geht los, Pilot Cooper. Ja. Scheiße. Das Schiff hat die Simulationskapsel zurückgesetzt. Wir müssen sie neu kalibrieren. Schau auf die Lampen. Ah, okay. Das ist eine typische Sache. Blicksteuerung bestätigen. Fühlt es sich gut an? Ja, ich denke, es sollte alles so passen. Mal sehen, wie viel Sie vom letzten Mal noch wissen. Aktiviere Neuralverbindung. Nicht dasselbe wie eine Titan-Verbindung, aber ähnlich. Okay. Also. Um neue Fähigkeiten zu lernen, müssen wir geistig fit sein. Eine Simulation. Ah, so sieht's aus. Hallöchen. Hallo, Captain. Für Ihre Ausbildung verantwortlich, aber Sie haben Potenzial. Außerdem sind wir im Krieg. Wer hat da schon Zeit für Hierarchien, ha? Hm. Sehr gut, einfach drüber springen. Ja, ich meine, das braucht man mir nicht sagen. Aktiviere Jump-Kit-Unterstützung. Genau, also es ist ein sehr actionreicher Shooter, um es so zu sagen. Alles ein bisschen schnell, würde ich meinen. Autosprint, das brauchen wir nicht. Ja, sieht schick aus. Gefällt mir. Das Spiel ist von 2016 und sieht trotzdem grafisch auf jeden Fall noch super gut aus dafür. Aber gut, ich denke, aus dem Zeitalter
Alter, ich spiele auch nicht mehr so schnell wie damals. Hier drunter, ducken Sie sich. Hopp. Allerdings ist es auf SDR Game. Folgen Sie dem Geist. Tu ich. Seit der Schlacht von Demeter haben wir mehr als ein Viertel des Grenz. Ich bin mal gespannt, wie es mir gefällt. Weil wie gesagt, mir wurde schon so oft gesagt, ich soll es unbedingt mal spielen von sämtlichen Personen und jetzt machen wir es. Sogar zusammen. Das bietet sich doch perfekt an. Waffen. Okay, Spitfire. Falls euch die Waffen übrigens bekannt vorkommen, das sind die gleichen, die in Apex Legends sind, weil sind die gleichen Macher. Warum nehme ich so eine kleine Waffe? Wir nehmen direkt die hier. Die sieht gut aus. Die gefällt mir. Die Spitfire. Aber keine Munition dafür, komischerweise. Gehen wir mal an den Schießstand. Ich hoffe, es passt alles soundmäßig so. Ich finde es ja immer sehr anstrengend, Shooter soundmäßig anzupassen. Aber das werde ich dann sehen nach der Aufnahme. Ansonsten muss ich das Spiel nochmal ein bisschen lauter oder leiser machen. Och, naja. Wir können auch mal eine andere Waffe testen, gerne. Die sieht sehr Sniper-Rifle-mäßig aus. Und dann nehmen wir noch die kleine einmal. Komisch, ich habe gedacht, die wäre automatisch, aber es ist nur halbautomatisch. Nehmen wir nochmal den Revolver. Damit ich mich so ein bisschen wie ein Cowboy fühle. Dann gehen wir weiter. Ist ja schließlich nur das Tutorial. So, das kenne ich auch noch, den Teil des Spiels. Also den kenne ich noch. Weil ich habe ein bisschen angespielt, wie gesagt. Genau, dann kann ich mich auch noch erinnern. Puh. Okay. Legen wir los. Okay. Stellen wir mal eine Rekordzeit auf. Oh Gott, es kam ein kurzer Lag rein. Ja, ich versuch's. Ah, das läuft bisher nicht so gut. Ich meine, ich bin nicht der Schnellste. Warum war hier noch einer? Okay. Ja, in der Zeit sollten wir es wahrscheinlich trotzdem schaffen. Ich denke, so schlecht bin ich nur auch wieder nicht. Auf welcher Taste macht man einen Nahkampf? Oh Gott, ich bin gerade so schlecht darin. Ist ja schrecklich. Und nein, ich habe sogar noch den Wallrun verkackt. Kann es denn noch schlimmer kommen? Naja. Muss auch wieder ein bisschen ins Spiel reinkommen. Aber ich denke, man kommt da mal schnell rein bei solchen Shootern. Zumindest ich. Sollte ich nicht zu früh sagen. Hey, guck mal, unter einer Minute ist doch vollkommen okay. Lässt sich sehen, oder? Neue Bestzeit, 57 Sekunden. Nicht schlecht. Sehen Sie die Anzeige an der Wand? Das war eine neue Bestzeit. Ja, war auch meine erste Zeit. Ergibt Sinn also. Nö, ich laufe den nur einmal durch. Ich bin zufrieden mit meiner Zeit. Genau, hier kam jetzt noch eine Bestenliste. Ein Rennen gegen andere Pilotengeister. Ich muss Sie allerdings warnen. Diese Geister sind. Ach, siebter Platz ist doch gut. Wenn Sie sie besiegen können, sind Sie auf dem besten Weg, ein echter Pilot zu werden. Okay. 25 Sekunden. Huiuiui. Wenn Sie fertig sind, habe ich was Besonderes für Sie. Okay. Ich bin fertig. Ich werde direkt loslegen. Ich bin bereit für den nächsten Schritt, ja. Also legen wir mal los. Es wird Zeit, dass Sie die andere Hälfte des Pilotendaseins kennenlernen. Den Titan. Fordern wir einen an. Let's go. Ich dachte, das dürfen nur Piloten. Ich dachte, das dürfen nur Piloten. Wir sind in einer Simulation. Eine Simulation, Schütze. Ja, ich wollte sagen. Aber zuerst brauchen wir etwas mehr Platz. Hui. Das ist mein Partner BT, Vanguard Klasse. Militärtechnik. Dahinter. Oh, dürfen wir nicht. Das wir selbst entworfen haben. Dass wir nicht von der IMC stehlen mussten. Ja, sieht schon cool aus, muss ich sagen. Mir gefällt das Setting. Drücke V, okay. Kommt er runtergeschossen. Wie eine Sternschnuppe. Oder auch nicht. Okay, Schütze. Klingt, als wäre die Kacke am Dampfen. Ich hol sie jetzt raus. Deaktiviere alle entbehrlichen Systeme. Cooper, machen Sie schon. Ganz ruhig, Cole. Er kommt gerade aus der VR. Er braucht eine Minute für die Dekompression. Training war nicht so erfolgreich. Alle Mann auf Gefechtsstation. Das ist keine Übung. Aufpassen, die töten uns. Jedenfalls versuchen sie es. Das war gute Arbeit. Irgendwann haben sie den Dreh raus. Wir machen einen Piloten aus ihnen, Schütze. Aber nicht heute. Irgendwann.
Lastimosa. Anderson. Wir sehen uns dann um. Wir sehen uns heute einen neuen Planeten an. Vielleicht sterben wir sogar darauf. Hm, keine gute Einstellung, Captain. Wir sehen uns dann unten, Schütze. Viel Glück. Der Daumen hoch. Arsch hoch, Cooper, wir treffen uns am Landungsschiff. Ja, bin ja dabei. Okay, es geht auf einen neuen Planeten. Empfohlen den Schwierigkeitsgrad normal. Wähle deinen gewünschten Kampagnen-Schwierigkeitsgrad aus. Du hast etwas Shooter-Erfahrung, du magst eine packende Story und leichte Herausforderungen. Ich tendiere zwischen schwierig und normal, aber ich würde, glaube ich, normal sagen, weil ich will die Spiele normalerweise immer genießen. Also ich glaube, wäre das jetzt nicht im Let's Play, würde ich vielleicht schwierig spielen, aber keine Ahnung. Ich will mich nicht in zu viel Stress reingeraten lassen. Ich denke, sonst wird es vielleicht ein bisschen zu stressig am Ende. Zumindest denke ich das. Respawn Entertainment. Ja, wie gesagt, die haben zum Beispiel auch Apex Legends gemacht, falls euch der Name nicht bekannt vorkommt. Das Intro kommt ziemlich spät. Oh, das ist aber cool gemacht worden. Da wohnen wir mal kurz im Meteor. Aber gut, dass wir überlebt haben. Sehr stabil gebaut, die Kapseln. Bestimmt aus Titan oder sowas. Nicht mal was gebrochen, oder was? Was? Die Tür springt einfach weg. Beste Methode, eine Tür aufzumachen. Vergiss mal den Henkel. Okay, da sind wir. Auf dem Schlachtfeld. Und was ich schon mal sagen muss, wow. Es sieht halt echt schick aus. Es ist super gut gealtert. Ich meine, 2016 sind ja auch schon 7 Jahre wieder. Und trotzdem sieht das halt aus wie ein Spiel von diesem Jahr teilweise. Ja, schon sehr schick. Aber ich glaube, ich sollte mich aufs Schlachtfeld konzentrieren. Das sind unsere Gegner. Sehen aus nach Robotern bisher? Sollten, glaube ich, welche sein. Wie gesagt, als ich das mal angespielt habe, ist auch schon ein bisschen länger her. Den Teil kenne ich zwar an sich optisch jetzt gerade schon ein bisschen noch, aber mein Gott, schon wieder alles vergessen. Von daher vergessen wir das einfach. Das ist das erste Mal, dass ich spiele, theoretisch. Aber sieht schick aus. Gefällt mir. Aber wirklich sehr ungewohnt, mal wieder einen Ego-Shooter auf dem Kanal zu haben. Es kommt nicht so oft vor, ich weiß. Vielleicht sollte es ja öfters mal vorkommen. Schreib's mir gerne mal in die Kommentare. So. Einfach nur die Leute vor uns als Schutzschild nehmen. Scheiß mal auf unsere Kumpels hier. Okay. Ich meine, es ist nett, dass die mit rot markiert sind, die Gegner. So findet man sie natürlich viel leichter. Vielleicht ist das nicht so gutes Design von den Gegnern. Vielleicht sollten sie sich das nochmal überdenken. Wer weiß, vielleicht ist bei denen ja rot die Farbe der Unauffälligkeit. Au. Das war knapp. Cooper, Sie sehen nicht gut aus. Warten Sie. Das Zeug haut Sie vermutlich um, aber wenn Sie aufwachen, sind Sie wieder fit. Master Mosa, Feind Titans nähern sich. Apex Predators. Verstanden, BT. Söldner. Unten bleiben, Cooper. BT, los! Uff. Ich habe das Gefühl, zwei Titans sind ein bisschen stärker als einer. Wir sollten jetzt am besten tot spielen.
Ist das ein Ohr? Warum auch immer man ein Ohr mitnimmt. So eine Trophäe? 18 Stunden, um die Lade zu sichern und die Lieferung vorzubereiten. Hey Richter, lassen Sie die Leichen liegen, Sie kranker Mistkerl. Wir haben hier eine Aufgabe, klar? Fürs Saubermachen werden wir nicht bezahlt. Vorwärts! Gut, dass man uns vergessen hat. Totspielen bringt in vielen Fällen was. Hat man aus der Natur gelernt. Sieht doch ganz süß aus. Will bestimmt nur gestreichelt werden. Ich sag's ja, nur gestreichelt werden. Wenn man streicheln nennen, auch gerne mal als ein paar Patronen abbekommen zählt. Ich will mich ganz kurz mal umschauen hier. Nein, das sieht schon echt schick aus. Mir gefällt das. Ich mag ja so eine Kulissen immer sehr gerne. Okay, Kontrollpunkt. Nett. Gibt's hier noch was zusammen kurz? Alter. Okay, das sind ziemlich große Patronen. Ich glaube, die haben es nicht überlebt. Die kleinen Tigerchen oder was auch immer das darstellen soll. Okay. Hey, Captain, geht's Ihnen gut? BT, übertrage Autorisierung auf neuen Piloten. Verbindung. Bravo Tango 7274. Cooper, nehmen Sie meinen Titan. Nehmen Sie meinen Helm und mein Jump Kit. Jetzt wird's ernst. Pass auf ihn auf. Tja, und er hatte recht. Auf diesem Planet wird er sterben. Das waren seine Worte. Der Helm sieht schon ziemlich cool aus. Okay. Neuer Benutzer gefunden. Vorname Jack, Nachname Cooper, Seriennummer, die lese ich nicht vor, Blutgruppe A+, Geburtsdatum 10.06.87. Uiuiui. Werden initialisiert. Persönliche Tarnung. Okay, auf mittlere Maustaste können wir uns jetzt tarnen. Das ist natürlich ein sehr nützliches Feature. Schusswaffen. Nehmen wir noch unsere Waffe von vorhin. Okay. Cool, okay. Jetzt werden uns hier ein paar Sachen angezeigt. Das ist so ein bisschen, ja, visiermäßig halt, ne? Und ich sag's ja, der Captain ist gestorben. Er hat zwar ausgesagt. Scanne auf Energiequelle. Okay, ich denke mal, unser Titan ist anscheinend leer, richtig? Aktualisiere mögliche Route. Energieniveau niedrig. Energie unzureichend. Okay. Beschaffe eine aufgeladene Titan-Batterie. Huiuiui, wo bekommen wir die denn jetzt her? Oh no. Jungs. Ich habe gedacht, ihr habt das nicht überlebt. Als ob die so eine großen Patronen überlebt haben, aber dann die aus unserer Waffe auf einmal nicht mehr. Was ist jetzt los? Okay, ich nehme mal die Waffe noch mit. Ich lege mal die Pistole weg. Ich glaube, die sollte nicht allzu stark sein. Oder lieber die hier, ne? Aber das ist aber eine Schrotflinte hier. Huh. Ich kenne die Waffen Gott sei Dank so ein bisschen aus Apex Legends. Deswegen, ist das ganz gut, denke ich. Oh Gott. Huiuiui. Die sind nicht lieb. Die sind nicht lieb, obwohl die ganz schön aussehen, ehrlich gesagt. Oh, die Waffe, die gefällt mir, glaube ich, mehr. Ah, die gefällt mir. Vollautomatisch und durchschlagskräftig. Okay, es wird auch immer angezeigt. Genau, das, was wir jetzt gerade haben, ist eine Flatline. Die kenne ich auch noch. Na, kommt doch rüber. Schön Kopfschuss verpassen. Kommt doch. Oh, die können hier rüber. Oh Gott. Ich wusste nicht, dass sie so eine Sprungkraft haben. Aber ich denke, das ergibt Sinn bei den beiden. Weißt du, da wollte ich jetzt hier richtig schön so die noch ärgern und dann kommt sowas, weißt du? Das ist nicht nett. Uiuiui.
Entweder stürzt hier gerade was ab oder ist es irgendein Meteorsturm. Pilotenhelme erhalten. Gefunden, 1 von 2. Okay, also den Funkspruch höre ich da auch noch durch. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Ich glaube, hier oben können wir nicht hin. Nee, ich glaube nicht. Was ist das hier? Ah, noch eine Flatline. Okay. Oh, das sieht schon cool aus. Huiuiui. Da hat jemand seinen Führerschein als Raumfahrtpilot irgendwie nicht ganz gut absolviert und ist dann trotzdem ins Raumfahrtschiff gestiegen. Vielleicht hätten die den nicht fliegen lassen sollen. Ich biete Ihnen eine kurzfristige Amnestie an. Ergeben Sie sich beim IMC-Offizier. Falls Sie sich weigern, werden Sie eliminiert. Okay. Die Drohne konnte man leider nicht abschießen. Wir haben keine Spiegelung. Ich werde mich nicht ergeben. Das werde ich nicht tun. Ich höre da doch welche. Ich höre da doch ein paar Leute rumlaufen, oder nicht? So. Gucken wir mal. In diese mysteriös leuchtende Höhle. Okay, ich würde sagen, wir schleichen mal. F für Nahkampfangriff. Das sind aber 2, oder? Na, schade, dass ich keine schallgedämpfte Waffe habe hier. Ich kann mich doch unsichtbar machen. Ja, alles gut. Hau doch mal ab, du Drohne! Warum ist die so stabil gebaut? Was ist da los? Sind die ganzen Materialien da reingeflossen, oder wie ist das? Oh, die sieht cool aus, die Waffe. Warte, ist das nicht einfach die gleiche, die ich davor auch hatte? Sieht zumindest danach aus. Aber gut, ich würde auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge werden wir hier weitergehen und mal gucken, auf was für Sachen wir hier noch treffen. Schreibt mir gerne schon mal in die Kommentare, was ihr bisher von dem Spiel haltet. Und generell vielleicht auch mal davon haltet, dass auch mal Ego-Shooter auf dem Kanal kommen. Ansonsten lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen galaktischen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge von Titanfall 2. Bis dann, bye bye!